Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Zusammenfassung. Diesmal der Podcast von Clean. Clean, drei sehr waffenbegeisterte Menschen und Nikita waren in einem dreistündigen Podcast, haben sehr viel über ihr Unternehmen gesprochen, über ihre Emotionen, Marketingführung, Unternehmensbildung und so weiter. Das Ganze war sehr persönlich, sehr emotional. Nikita hat wirklich, man hat richtig gespürt, wie er sehr viel von sich preisgegeben hat. Das Ganze war sehr interessant, weil es auch viel von ihren Waffensammlungen gezeigt haben. Haben Nikita eingeladen, bald in die USA zu kommen. Und er hat tatsächlich gesagt, das werden wir machen. Die Jungs werden dann IRL-Streams machen, dann werden sie eine Rundreise machen. Also sehr, sehr schöner Podcast, der drei Stunden ging. Wirklich kann ich nur empfehlen, den mal komplett zu sehen. Bei uns jetzt aber die Zusammenfassung, was das Spiel angeht. Let's go! Ihr werdet euch wundern, wie wenig über das Spiel eigentlich gesprochen wurde. Es ging wirklich sehr viel um Unternehmensbildung und Marketing und wie das Spiel emotional rüberkommt, was die Community sagt. Und solche Dinge waren Schwerpunkt des Podcasts. Es war wirklich interessant. Deswegen jetzt die Punkte, die sich auf das Spiel beziehen. Und zwar der erste Punkt, die Storyline. Nikita hat gesagt, die Storyline wird bald kommen. Sie ist schon sehr, sehr, sehr fortgeschritten. Und die Storyline wird nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, sondern die Storyline ist dafür gedacht, die Härte des Spiels besser aufzuzeigen, den Leuten wieder so ein bisschen das Gänsehaut-Feeling zu bekommen, eine Wertigkeit zu geben. Was ist eigentlich Escape from Tarkov? Wie wertvoll sind die Dinge? Wie wertvoll ist das Leben, das Equipment, die Ausrüstung, das Geld? Die Story soll da nochmal sehr, sehr, sehr helfen, da tiefer einzutauchen. Für 12.1.1 wurden die Waffenfehlfunktionen beschädigt. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass mit einer sinkenden Durability die Waffe immer schlechter wird. Man kann die Durability nach wie vor reparieren. Es ist auch eine Idee dahinter, dass man nicht mehr auf 100% reparieren kann, sondern ähnlich wie bei den Rüstungen, dass die Gesamtdurability im Laufe der Zeit immer abnimmt. Wird eine Durability runtergehen und die Waffe eine Fehlfunktion haben, sieht das momentan noch so aus, dass es sich um Fehlschüsse handelt. Das heißt, die Schüsse sprayen, gehen in falsche Richtungen, man trifft den Gegner nicht. Das ist aber erst die allererste Stufe dieser Waffenfehlfunktion-Implementierung in 12.1.1. Langfristig kann sich Nikita vorstellen, dass da noch sehr, sehr viel mehr kommt. Unter anderem, dass man einzelne Teile der Waffe austauschen muss, die defekt sind, um die Waffe wieder auf Vordermann zu bringen. Und dass sich auch die Fehlfunktionen in ganz anderen Dingen äußern als nur in Fehlschüssen. Momentan ist das PK-06 eines der beliebtesten Visiere in Tarkov. Und alle fünf Jungs haben sich darüber aufgeregt, weil das PK-06 in Wirklichkeit eines der schlechtesten Visiere ist. Sie haben gesagt, dass mittlerweile Kunden zu denen in den Läden kommen und sagen, boah, hast du ein PK-06? Und die Leute nur sagen, ey, hast du zu viel Escape from Tarkov gespielt oder was? Das PK-06 ist einfach ein sehr schlechtes Visier. Jemand hat beschrieben, das ist wie ein EOTech 2.0 mit einem Milchglas, wo man wirklich gar nichts durchsieht. Und das ist einfach unrealistisch gut in EFT. Nikita will in 12.1.1 sämtliche Visiere überarbeiten. Das heißt, wir können eventuell sogar davon ausgehen, das hat jetzt aber nicht konkret gesagt, dass das PK-06 viel schlechter werden wird. Wir werden es sehen. Sämtliche Visiere werden überarbeitet. Die Schärfe gerade der Visiere werden anders, die Optik wird anders, das ganze Balancing wird, so wie es aussieht, nochmal anders werden in 12.1.1. Nikita hat für den Release des Spiels, also wenn das Ganze abgeschlossen ist, zwei Modi bestätigt. Es gab ja schon Gerüchte, dass zwei Modi kommen werden und die Frage immer wieder, werden nach Release noch Vibes sein? Und er hat jetzt bestätigt, es wird Seasons geben in einem Modus, das heißt, da wird regelmäßig gewiped. Mit jeder Season wird sozusagen eine neue Herausforderung starten. Es wird also auch noch mehr Inhalt geben, dass die Leute motiviert sind, immer wieder neu zu starten. Diese Seasons werden durchgängig in einem Modus verfügbar sein. Der andere Modus ist ein Langzeitmodus. Das heißt, hier sind die Leute angehalten, langfristig zu leveln. Und zwar sieht das auch so aus, dass das Leveln extrem erschwert sein wird. Also es ist nicht so, dass man innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten Elite-Level haben wird, sondern das wird ewig dauern, sagt er. Und das ist die Langzeitmotivation, sozusagen der Endlosmodus. Nikita meinte hierzu auch noch, man muss sich einfach vorstellen, dadurch, dass der Arena-Modus zu dem Zeitpunkt ja auch schon da sein wird, dass die Leute, die dieses Spiel spielen, unglaublich viel zu leveln haben. Da sind die Season-Modi, ist das Endlos-Leveln, was schon zwei Leben braucht. Und dann noch der Arena-Modus, wo man auch leveln muss, wo man auch Gegenstände freischalten möchte, zum Beispiel optische Verbesserungen, Kleidungsstücke, Tarnungen, die man auch mit ins Hauptspiel nehmen möchte. Also so viel zu leveln, sagt er,
Da wird keinem langweilig. Ein Thema waren noch die Meta-Waffen, aber auch das hat er ja vorher schon mal gesagt, dass im Meta nicht sein Ding ist. Auf der anderen Seite kann man nicht alle Waffen balancen, dass sie gleich sind, weil dann wäre das Spiel auch mega langweilig. Aber langfristig ist das Ziel, von dieser Meta loszukommen. Und sie haben bereits viele Ideen, wie sie das machen, dass sie eben den Zugang zu hochkomplexen und guten Waffen erschweren und so weiter und so fort. Also viele, viele Ideen. Die Meta wird wackeln. Und zum Schluss noch ein kleines, schönes Statement. Nikita wurde öfters in dem Podcast eingeladen, von den Jungs in die USA zu kommen, Waffen abzufeuern. Sie haben auch über so ein bisschen so über depressionsartige Phasen gesprochen und dass jeder Unternehmensführer auch mal eine Zeit braucht zum Abschalten. Und alle haben bestätigt, dass das Abfeuern von Waffen die Jungs beruhigt und haben Nikita auch im Zuge dessen eingeladen, in die USA zu kommen, in denen ihre Waffenrange zu kommen und dort die Waffen zu probieren, ein paar Tage zu abzuschalten, auf neue Gedanken zu kommen, neue Inspirationen und dann mit neuer Kreativität in die Arbeitswelt zu starten. Nikita hat gesagt, ja, momentan leider nicht möglich, es ist zu kompliziert momentan, aber er kann sich das auf jeden Fall vorstellen, noch mehr sogar, er hat sich das von sich aus schon vorgenommen, in Zukunft mal in die USA zu reisen und eine Rundreise zu machen. Und im Zuge dessen haben die Jungs vereinbart, okay, wir kombinieren das Ganze, Nikita hat sie eingeladen, ihr kommt mit, ihr macht eure IRL-Streams, das Ganze wird dann live gehen. Umgekehrt werden die Jungs Nikita dann jeweils zu sich nach Hause einladen oder in Örtlichkeit, wo dann schön geballert werden kann. Also da werden wir einige schöne IRL-Streams zu erwarten haben. Also ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, dass das vielleicht sogar der beste Podcast war, den ich bis jetzt gesehen habe. Großartiger Inhalt, sehr emotional, es war herzerwärmend, ich will es nicht übertreiben, ja. Guckt euch das Ganze an, Link ist unten in der Beschreibung, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Er geht halt lange. Nehmt euch Zeit, weil der ganze Podcast geht fast 3 Stunden. Die Jungs haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. War richtig gemerkt, wie sie alle in den Flow kamen. Und richtig, richtig Spaß hatten im Ganzen. Haben viel gelacht, viel geweint, möchte man fast schon sagen. Also wirklich viel über ihre Probleme auch erzählt. Und ich habe so das Gefühl, dass auch ein weiterer Talk folgen wird, aber dann vielleicht außerhalb der Kameras, wo sie wirklich nochmal unter sich reden, über ihre Unternehmen, über Unternehmensführung, Bildung, psychologische Dinge und so weiter. War wirklich hochinteressant. Also wen sowas interessiert, zieht's euch rein. Ein kleiner Schmankerl vielleicht an dieser Stelle. Ein Kollege hat erzählt, dass die Waffenlobby in Amerika relativ problematisch ist und dass Escape from Tarkov dazu geführt hat, dass die Kunden mittlerweile ein bisschen zielorientierter sind. Also früher war es so, Kunden kamen in die Läden und haben Scaff-Waffen gekauft. Mittlerweile durch Escape from Tarkov, sagen die Leute, kommen die Leute in die Läden und kaufen halt wirklich eher so hochwertige Waffen, also mit Sinn und Verstand, ordentlichen Kits und so. Und das heißt, die Leute haben tatsächlich ein anderes Verständnis bekommen. Und das haben alle bestätigt, dass das momentan der Fall ist. So, hier geht die Werbung raus. Wir gönnen Clean noch die Werbung, gönnt euch das Video. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.